Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier mit diesem neuen Video möchte ich auch gleich eine neue Serie auf meinem Kanal starten. Und zwar eine Serie zur Sicherheit, sprich Sicherheit in Form von Einbruchschutz. Viele meiner Zuschauer haben mich um diese Serie gebeten. Und diese Serie wird mehrere Sachen umfassen, wie zum Beispiel Alarmanlagen, Sicherheitskameras sowie aber auch das Sichern von Türen oder der Wohnung. Ich beginne heute einfach mal in diesem Video mit dem am meisten gewünschten Thema, und zwar das Thema Überwachungskameras. Hier bei diesen Systemen gibt es verschiedenste Systeme von verschiedensten Herstellern. Ich habe jetzt einfach mal bei mehreren Herstellern einige Systeme angefragt und hier ist mein erstes auch angekommen. Und hier handelt es sich um eine Kamera von dem Hersteller Sportcam. Diese Kamera ist allerdings ein reines cloud-basiertes System. Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt Systeme, die können dauerhaft Videos aufzeichnen, und zwar auf einem IP-Videorekorder. Es gibt Systeme, die können auf FTP-Servern, das heißt auf Servern, die ihr entweder selber betreibt oder die irgendwo gehostet sind, eure Videos oder eure Fotos aufzeichnen. Und dann gibt es Systeme, die können alarmieren, euch E-Mails senden oder dergleichen. Dieses System ist ein reines cloud-basiertes System. Das heißt, dieses System ist eher für die Personen geeignet, die nicht so technikaffin sind, die sich eigentlich im Großen und Ganzen um die Anlage auch nicht sehr kümmern wollen und die kein Zusatzequipment erstehen wollen. Das heißt, mit diesem System könnt ihr keinen FTP-Upload machen und ihr könnt das System auch nicht mit Fremd-Apps oder Fremdsystemen kombinieren. Das heißt, es ist ein in sich geschlossenes System, was eigentlich ein Plug-and-Play-System ist für den User, der einfach eine Kamera schnell installieren will, damit schnell etwas nachgucken will und diese Kamera auch als eine Art Alarmanlage nutzen will. Ich möchte euch hier in dem Video einfach mal zeigen, wie das System installiert und auch genutzt wird. Kommen wir als erstes zum Lieferinhalt oder zum Packungsinhalt dieser Kamera. Das heißt, wir packen sie einfach mal aus. Als erstes finden wir natürlich unsere Sportcam im Lieferumfang. Des Weiteren haben wir unser Netzanschlusskabel mit mehreren Metern Anschlussleitung. Und im Lieferumfang befindet sich natürlich auch ein Befestigungssystem, das heißt eine Art Kameraaufnahme, die wir an der Wand oder auch am Boden montieren können. Auf diese wird die Kamera einfach eingerastet. Und wir haben eine Bedienungsanleitung, um quasi sofort loslegen zu können. Noch ein wichtiger Tipp, bevor ihr mit der Kamera arbeitet, schaut euch die Kamera bitte näher an. Die Kamera hat zwei Schutzfolien auf der Vorderseite. Bitte entfernt diese Schutzfolien. Habt ihr diese Schutzfolien nämlich auf der Kamera gelassen, kann es sein, dass die Bilder unbrauchbar werden und das Ergebnis dementsprechend schlecht aussieht. Also nehmt die Schutzfolien bitte ab. Haben wir unsere Kamera ausgepackt, wollen wir die Kamera natürlich auch schnellstmöglich in Betrieb nehmen. Um die Kamera in Betrieb zu nehmen, benötigt ihr einen WLAN-Anschluss oder eine WLAN-Anlage daheim. Diese muss natürlich über einen Internetanschluss verfügen, das heißt am besten einen Hochgeschwindigkeits-DSL-Anschluss. Ich empfehle hier mindestens eine 3.000 oder 6.000er Leitung und natürlich einen Standort, wo ihr die Kamera montieren wollt. Haben wir nun den Standort gewählt, wo wir unsere Kamera installieren wollen. Diese Kamera ist natürlich nicht wasserdicht, das heißt, das ist eine reine Kamera für den Innenraum oder für den Innenbereich. Können wir unsere Kamera montieren? Wir können unsere Kamera am Boden montieren oder an der Wand. Dafür haben wir einen dementsprechenden Adapter im Lieferumfang. Hier sind auch Schrauben im Lieferumfang und damit können wir den Adapter montieren. Haben wir den Adapter montiert, können wir nun die Kamera auf den Adapter einrasten. Um die Kamera auf den Adapter einzurasten, haben wir unten an der Kamera Einrastnasen und auf dem Adapter auch. Bringt diese bitte deckungsgleich und verdreht die Kamera leicht, so rastet sie ein. Bevor ihr nun mit der Kamera loslegen könnt, haben wir auf der Hinterseite der Kamera einen kleinen Schalter. Ich nenne es einfach mal einen Kippschalter. Bitte bringt den Schalter in die Position, dass ihr den grünen Indikator seht. Bitte verbindet nun die Kamera mit dem Stromnetz und wartet, bis die Kamera den Selbsttest durchgefahren hat. Hat die Kamera den Selbsttest durchgefahren, muss unbedingt die gelbe LED leuchten. Ist das nicht der Fall, dreht bitte die Kamera nochmal rum und schaltet wie gesagt auf den grünen Indikator. Als nächstes müsst ihr nun die Kamera in Betrieb nehmen. Dazu könnt ihr mehrere Möglichkeiten nutzen. Die einfachste Möglichkeit ist euer Tablet, euer Smartphone oder natürlich auch euer Rechner. Auf eurem Rechner begebt ihr euch bitte jetzt auf die Seite des Herstellers. Seid ihr nun auf der Herstellerseite angekommen, meldet ihr euch bitte mit eurem Account an. Habt ihr keinen Account, erstellt ihr euch einfach einen. Dieser Account kann kostenlos erstellt werden. Habt ihr diesen Account erstellt, meldet ihr euch bitte jetzt mit diesem Account an.
an. In diesem Account angekommen, findet ihr den Punkt meine Sportcam. Und da wir ja hier jetzt erst die Kamera einrichten, wird hier natürlich noch keine Kamera eingerichtet sein. Das heißt, wir gehen auf den Button Sportcam hinzufügen. Haben wir diesen Button betätigt, bekommen wir ein Einrichtungsprogramm. Dieses müssen wir herunterladen. Habt ihr dieses Ganze in der App gemacht, müsst ihr kein Einrichtungsprogramm herunterladen. Die App wird im Grundprinzip aber genauso bedient wie das Einrichtungsprogramm. Haben wir das Einrichtungsprogramm heruntergeladen, öffnen wir das Einrichtungsprogramm. Das Einrichtungsprogramm läuft automatisch in eurem Browser und ihr könnt nun dieses Einrichtungsprogramm quasi im Browser laufen lassen durch Anklicken. Ist das Programm nun in eurem Browser geöffnet, betätigt ihr bitte die Taste Starten Sie jetzt. Nun müsst ihr sicherstellen, dass ihr mit eurem Account angemeldet seid. Ist das noch nicht der Fall, meldet euch bitte jetzt an. Und seid ihr schon angemeldet, dann klickt ihr auf Ja, diesen Account benutzen. Nun kommt der obligatorische Hinweis, dass eure Sportscam bitte mit dem Stromnetz verbunden werden muss. Und habt ihr diese Sportscam eingeschaltet und die LED leuchtet gelb, klickt ihr hier bitte auf Weiter. Als nächstes werdet ihr nun aufgefordert, eure Sportscam mit eurem WLAN des Rechners oder dem WLAN des Tablets zu verbinden, je nachdem, welche Methode ihr nutzt. Bitte sucht in eurem WLAN-Menü nun eure Sportscam. Diese ist offen zugänglich und wird auch im WLAN-Menü schnell gefunden. Klickt diese an und lasst die Sportscam mit euren Endgeräten sich verbinden. Im nächsten Schritt durchsucht eure Sportcam eure nähere Umgebung nach WLAN-Netzen. Diese werden hier aufgelistet. Bitte wählt das WLAN-Netz aus, mit der ihr euer Sportcam-System verbinden wollt. Habt ihr das WLAN ausgewählt, klickt darauf. Nun müsst ihr euer WLAN-Passwort eingeben. Hier gibt es allerdings einen kleinen Haken. Das WLAN-Passwort darf nicht zu lang sein und es darf auch keine Sonderzeichen beinhalten. Ist das der Fall bei euch, müsst ihr leider hier euer WLAN-Passwort ändern. Oder ihr könnt das System halt leider nicht benutzen. Das ist ein kleiner Schwachpunkt, auf den ich auch nochmal hinweisen will, denn das kann zu massiven Verbindungsproblemen führen, denn wenn hier das System das WLAN-Passwort nicht akzeptiert, wird die Verbindung danach sehr schwer und das System startet als wird neu und man weiß nicht, woran es liegt. Es liegt daran, dass euer WLAN-Passwort entweder zu lang ist oder irgendwelche Sonderzeichen hat. Haben wir nun unser Passwort eingegeben, bestätigen wir das und die Sportcam wird das Passwort übernehmen. Wie gesagt, sollte das schief laufen, wird die Sportcam einfach neu starten und ihr müsst den Vorgang wiederholen. Funktioniert das, startet die Sportcam neu und ihr bekommt hier diese Meldung. Nun müssen wir unsere Sportcam auf den zweiten Modi umschalten. Dafür dreht ihr eure Sportcam um und hinten habt ihr einen Schalter. Schaltet ihn bitte jetzt auf den gelben Indikator, sodass der gelbe Indikator zu sehen ist. Ist das der Fall, warten wir einen Moment und die Sportcam verbindet sich mit dem Internet. War die Verbindung erfolgreich, seht ihr natürlich sofort ein Bild auf eurem Monitor und damit seht ihr, dass die Sportcam ordnungsgemäß mit dem Netz und mit eurem System verbunden ist. Betätigt jetzt bitte den Taster Weiter. Im nächsten Schritt möchte die Kamera bitte einen Namen zugewiesen haben. Das macht Sinn, damit ihr die Kameras voneinander unterscheiden könnt. Wenn ihr mehrere besitzt, gebt bitte der Kamera einen Namen. Setzt auch bitte hier die Zeitzone fest. Das heißt, in unserem Fall wäre das Mitteleuropa. Bitte wählt die Zeitzone und wählt diese aus. So kann die Kamera auch die Zeit feststellen und so könnt ihr eure Videoaufnahmen dann auch per Zeitstempel finden. Noch ein wichtiger Punkt, besitzt ihr einen Gutscheincode, gebt ihn bitte hier unten ein. Denn das System hier ist ein reines Cloud-basierendes System. Hier wird natürlich darauf gebaut, dass ihr eventuell Cloud-Speicher mietet. Ihr braucht euch aber jetzt hier keine großen Gedanken zu machen. Ihr könnt auch hier den kostenlosen Cloud-Speicher nutzen. Dieser kostenlose Cloud-Speicher umfasst aber allerdings nur einen Tag. Das heißt, ihr könnt nur einen Tag euer Material speichern. Habt ihr alle Eingaben gemacht? Klickt ihr bitte auf Schauen Sie jetzt. Im nächsten Schritt wird natürlich jetzt gleich die Kamera ein Firmware-Update benötigen, da die Kamera in der Regel im Herstellermodus noch nicht das neueste Update hat. Zieht bitte hier das neue Update, folgt den Bildschirmanweisungen und fahrt das neue Update auf die Kamera. Das kann mitunter mehrere Minuten dauern. Die Kamera wird auch hier mehrmals neu starten. Der Indikator vorne an der Kamera wird mehrmals von Gelb auf Blau und von Blau auf Gelb wechseln. Wartet bitte die ganze Geschichte ab. Trennt bitte in diesem Fall die Kamera nicht vom Stromnetz, somit könnt ihr sie beschädigen und wartet einfach den Prozess ab. Ist der Prozess dann abgeschlossen, startet die Kamera neu und der blaue Indikator an der Kamera vorne leuchtet.
Haben wir das nun alles beendet, verbinden wir uns wieder neu mit unserer Kamera, wir locken uns neu auf unsere Kamera ein und sehen nun unsere Kamera. Als erstes wird uns natürlich hier gleich unser Anbieter einen Tag kostenlos Cloud Record zur Verfügung stellen. Ich würde euch empfehlen, dieses System zu aktivieren. Wenn ihr diesen Cloud Record natürlich nicht wollt, müsst ihr diesen natürlich auch nicht aktivieren. Das bedeutet allerdings bei dieser Kamera, ihr habt nur maximal noch die Möglichkeit, eine E-Mail-Benachrichtigung oder eine Push-Mail an eure Handys zu senden. Oder eventuell live diese Kamera zu nutzen, indem ihr direkt live auf diese Kamera schaut. Alles andere funktioniert mit dieser Kamera nicht, da diese Kamera keinen FTP-Upload unterstützt und auch keine IP-Recorder können diese Kamera abgreifen. Das heißt, ihr könnt auch hier keine IP-Recorder anschließen, um das Videosignal aufzuzeichnen. Es ist, wie gesagt, ein reines cloud-basierendes System. Ich in meinem Fall habe hier natürlich meinen Cloud Record eingeschaltet und kann die Kamera nun nutzen. So, als nächstes möchte ich euch mal die Bedienung der Kamera etwas näher bringen. Wir finden hier folgendes Setup vor. Wir sehen hier unser Live-Bild, was gerade eben live aufgenommen wird. Dann haben wir hier oben diverse Einstellmöglichkeiten. Neben dem Live-Bild haben wir hier einen kleinen Knopf. Dort können wir drauf drücken. Auf diesem Knopf haben wir die Möglichkeit, die Kamera zu steuern. Wir haben ja hier eine komplett bewegliche Kamera. Das heißt, wir können sie in alle Richtungen schwenken. Achtet bitte darauf, schwenkt sie nicht arg zu stark. Ihr habt hier eine gewisse Latenz. Das dauert einen Moment, bis das Signal übers Internet wieder zurück auf euren Monitor übertragen wird. Also schwenkt hier nicht zu stark und wartet immer erst die Bewegung ab, so dass ihr nicht jedes Mal überschwenkt und so euer Ziel dann eventuell nicht trefft. Einen kleinen Zusatzhinweis habe ich auch noch für euch. Hier unten haben wir eine Geschwindigkeitseinstellung, einen Geschwindigkeitsregler. Hier können wir die Geschwindigkeit in 3 Stufen einstellen. Je schneller ihr die Geschwindigkeit natürlich einstellt, je schneller kann sich eure Kamera bewegen. Aber durch die Latenz habt ihr dann stärkere Probleme, die Kamera punktgenau zu steuern. Noch ein wichtiger Hinweis, habt ihr eine Position angefahren, die ihr eigentlich immer beobachten wollt, zum Beispiel ihr überwacht ein Zimmer und wollt in einem Zimmer meinetwegen einen Tresor überwachen und dieser steht natürlich nun immer an einer Position, so fahrt ihr mit der Kamera auf diese Position und merkt euch diese Position. Wir haben hier unten die Möglichkeit, 4 Positionen zu speichern. Geht dazu folgendermaßen vor. Ihr fahrt eure Kamera auf die Position, die ihr abfilmen wollt. Habt ihr diese Position erreicht, wählt ihr einen Namen für die Position. Das heißt, wir nehmen hier eine Schaltfläche 1, 2, 3 oder 4. Hier können wir 4 Positionen speichern. Klickt auf die Schaltfläche, die ihr nehmen wollt, mit dem Plus-Symbol und gebt hier bitte einen Namen für die Position ein. Zum Beispiel, wenn ihr einen Tresor überwacht, Tresor Nummer 1 oder dergleichen. Habt ihr den Namen gewählt, klickt ihr hier auf dieses kleine Speichersymbol und die Position ist dauerhaft in eurer Kamera gespeichert. Seid ihr nun aus dieser Position herausgefahren? Ich demonstriere das einfach mal, indem ich die Kamera einfach aus der Position herausbringe. So können wir diese Position ganz schnell wieder anfahren, indem man dann einfach hier die Position anwählt und draufklickt. So könnt ihr, wie gesagt, 4 Positionen hier fest einspeichern. Kommen wir als nächstes einfach mal zu den Schaltflächen unter dem Positionskreuz, mit dem ihr eure Kamera steuert. Das wäre hier vorne die erste Position. Klickt ihr diesen Pfeil an, fährt die Kamera dauerhaft eine Rechts-Links-Bewegung. Das heißt, wir fahren permanent das Sichtfeld ab. Dieses können wir natürlich hier unten mit der Geschwindigkeitseinstellung wieder einnivellieren, wie schnell das passieren soll. Das ist vielleicht von Vorteil, wenn ihr eine größere Fläche über einen gewissen Zeitraum beobachten wollt. Die zweite Schaltfläche, das ist dieses kleine Haussymbol, dient dazu, wenn ich diese Schaltfläche drücke, fährt die Kamera in die Standard-Home-Position zurück. Das ist natürlich jetzt der Auslieferungsstandard, das ist die Standardposition der Kamera. In der nächsten Position haben wir die Pause-Taste. Wenn wir diese drücken, wird jegliche Bewegung sofort unterbrochen und die Kamera bleibt einfach an der jetzigen Position stehen. Der letzte Schaltknopf, das ist dieses Bewegungssymbol. Wenn wir dieses anklicken, fährt die Kamera unsere abgespeicherten Punkte ab. Das heißt, habt ihr hier unten mehrere Punkte abgespeichert, werden diese nacheinander abgefahren und ihr könnt diese Punkte nacheinander überprüfen. Kommen wir als nächstes zu unserem Betrachtungsmonitor. Wir sehen hier natürlich unser Live-Bild. Dieses Live-Bild können wir hier unten mit diesem Taster vergrößern oder verkleinern. Damit könnt ihr dann besser das Bild überprüfen. Dann haben wir die Möglichkeit, unseren Ton
laut oder leise zu drehen, denn diese Kamera hat natürlich ein integriertes Mikrofon mit an Bord. Ihr könnt natürlich auch die Situation nicht nur beobachten, sondern auch abhören. Dann haben wir die Möglichkeit, die letzten 30 Sekunden abzuspielen. Klickt ihr auf diesen Schaltbutton, werden einfach die letzten 30 Sekunden des Videomaterials abgespielt, was hier aufgezeichnet wurde. Dann haben wir die Pause-Taste. Betätigen wir die Pausentaste, wird der Stream sofort gestoppt und ihr habt ein festes Standbild von dem Moment, wo ihr die Pause-Taste betätigt habt. Wollt ihr den Stream wieder starten, drücken wir einfach die Play-Taste. In der Mitte unter dem Monitor seht ihr das Live-Zeitsignal. Das heißt, ihr seht, wie viel Uhr gerade auf dem Kamerabild herrscht und könnt damit quasi die gesehene Situation einer Uhrzeit zuordnen. Mit dem Button Go Live können wir wieder zum Livestream zurückspringen. Seid ihr also nicht im Livestream, könnt ihr hier zu eurem Livestream wieder zurückspringen. Des Weiteren finden wir unter unserem Monitor noch eine Zoom-Möglichkeit. Hier haben wir leider nur eine digitale Zoom-Möglichkeit. Das heißt, wir können hier in unser Bild einzoomen und auch wieder auszoomen. So können wir nochmal einige Situationen näher an uns heranholen und somit auch besser beobachten. So, unter dem Kameramenü haben wir dann folgende weitere Einstellmöglichkeiten. Als erstes sehen wir den Button Alle Events. Was ist ein Event? Ihr könnt bei der Kamera einstellen, dass sie Bewegung sowie auch Ton als Alarm wahrnimmt und dann dieses als Events speichert. Klickt ihr hier auf den Punkt Alle Events, seht ihr hier dementsprechend alle Events, die in dieser Zeit aufgelaufen sind, hier unten in dieser Timeline, und sie werden euch dargelegt. Wollt ihr die Events etwas sortieren, zum Beispiel nur Geräusch-Events oder nur Bewegungsevents, so werden dann dementsprechend nur diese Events gezeigt. Ich verursache jetzt hier einfach mal ein Event, indem ich einfach in der Kamera irgendwas mache, und wir sehen dann, wie hier unten der Indikator geschrieben wird. So, ich habe jetzt einfach mal einige Events produziert, indem ich einfach durch das Kamerabild gelaufen bin, und die werden dann hier unten auf der Timeline angezeigt. Ihr könnt einfach die Events ansteuern, indem ihr mit der Maus darüber geht, und ihr seht dann jeweils das da aufgenommene Bild. Wenn ihr euer Cloud Recording eingeschaltet habt, könnt ihr sogar direkt zu den Events springen und euch das Videomaterial zu diesen Events dann anschauen. Bewegungsevents werden hier mit diesem kleinen Bewegungssymbol gekennzeichnet. Tonevents habt ihr dann ein kleines Tonsymbol. Kommen wir zu der rechten unteren Ecke. Hier haben wir den Punkt Minuten, Stunden, Tage. Hiermit könnt ihr nun eure Timeline einstellen. Das heißt, hier seht ihr eure Zeitlinie in Minuten, Stunden oder Tagen. Hier sehen wir dann die ganzen Events, die auf dieser Zeitlinie passiert sind. Und hier könnt ihr dann natürlich alle Ergebnisse, die hier aufgenommen worden sind, nach und nach verfolgen. Haben wir den Punkt Tage eingewählt, können wir dann auch hier diverse Tage anwählen. Hierbei ist es aber erforderlich, dann eine mehrtägige Aufnahme freizuschalten. Das ist allerdings mit Kosten verbunden. Das müsst ihr dann selber wissen, ob ihr das auf euch nehmt, den Preis dafür bezahlen wollt oder ob euch diese Eintagesaufnahme ausreicht. Schauen wir uns als nächstes die Einstellmöglichkeiten ein. Diese sind eigentlich sehr wichtig bei dieser Kamera. Ich klicke sie einfach mal auf. Wir kommen nun hier in unser Grundeinstellungsmenü. Als allererstes haben wir unsere Allgemeineinstellungen. In den Allgemeineinstellungen sehen wir ganz oben den Namen der Kamera. Als nächstes die Seriennummer sowie die Softwareversionnummer. Darunter befindet sich der Punkt Kamera. Wenn wir diesen Punkt ausschalten, wird natürlich die Kamera ausgeschaltet. Im nächsten Punkt haben wir den Kameraschlafmodus. Der Kameraschlafmodus bedeutet, dass die Kamera zwar weiter aufpasst, aber nicht dauerhaft aufzeichnet. Das kann manchmal auch von Vorteil sein. So werden nur die Events aufgezeichnet. Wenn ihr diesen Punkt mit einmarkiert, müsst ihr natürlich einstellen, ab wann die Kamera aufzeichnet. Bei Bewegung oder bei Geräusch. Habt ihr diese Punkte ausgewählt, wählt sie aus, und damit arbeitet die Kamera nicht mehr durchgehend, sondern nur noch bei aufkommenden Bewegungen oder Geräuschen. Wir können die Kamera auch mit einem Zeitplan arbeiten lassen. Der Zeitplan heißt, wenn wir ihn einschalten, können wir hier einen Zeitplan erstellen, und hier können wir sagen, von wann bis wann diese Kamera überhaupt ihre Überwachungsaufgabe erfüllen soll. Somit können wir diverse Zeiträume oder ganze Tage einfach ausblenden, in denen einfach die Kamera nicht läuft. Wollt ihr keinen Zeitplan haben, schaltet ihr einfach diesen Punkt aus
und damit arbeitet die Kamera wieder dauerhaft. Im nächsten Punkt darunter könnt ihr die 180-Grad-Rotation der Kamera einschalten. Wer dieses nicht möchte, lässt das bitte ausgeschaltet. Dann haben wir den LED-Status. Der LED-Status verrät in der Regel auch die Kamera. Das heißt, wenn ihr einen Einbrecher habt und ihr wollt ihn eventuell nicht verraten, dass hier die Kamera nun ist, würde ich den LED-Status erstmal ausschalten. Somit werden keine LED-Signale mehr gesendet. Diese blaue oder gelbe Indikator-LED ist damit ausgeschaltet und man sieht auch nicht, ob die Kamera eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Im nächsten Punkt haben wir den Punkt HD-Video. Das ist eigentlich für mich ein undiskutabler Punkt. Man sollte immer in HD aufzeichnen. Niedrigere Auflösungen sind unbrauchbar, da wir da meistens keine Gesichter oder dergleichen drauf erkennen. Also lasst bitte den HD-Video-Modus immer eingeschaltet. Darunter befindet sich dann der Nachtsichtmodus. Der Nachtsichtmodus ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Modus für Kameras. Wird das Licht schlechter in eurer Wohnung, sind die meisten Kameras unbrauchbar. Das kompensieren wir mit einer Nachtsicht. Dabei werden mehrere Infrarot-LEDs eingeschaltet an der Kamera und die Kamera kann dann mit einem Schwarz-Weiß-Bild, mit einem Nachtsichtmodus auch bei kompletter Dunkelheit sehen. In der Regel haben wir hier einen Automatikplan, den könnt ihr einschalten, indem ihr hier den Haken reinsetzt. Somit erkennt die Kamera selber, wenn es dunkel wird und schaltet somit den Nachtsichtmodus ein. Wollt ihr diesen Modus komplett los sein, nehmt ihr den Indikator raus und schaltet den Nachtsichtmodus so aus. Wollt ihr ihn dauerhaft benutzen, ohne Auswahlmöglichkeit oder ohne Automatik, schaltet ihr ihn hier dauerhaft ein und somit läuft die Kamera immer in diesem Nachtsicht-Schwarz-Weiß-Modus. Wir lassen es im Standardmodus, im Automodus, denn der funktioniert eigentlich ziemlich zuverlässig. Der nächste Punkt ist eine Flimmer-Reduzierung. Da werden die Hertz etwas durchgeschaltet. Wir arbeiten hier in 50 Hertz, somit dürften wir die optimale Bildfrequenz haben. Darunter befindet sich der Punkt Audio. Wenn ihr euer Audio nicht mit aufzeichnet wollt oder nicht hören wollt, was vor eurer Kamera los ist, schaltet ihr den Punkt aus. Wollt ihr natürlich hören, was los ist in eurer Umgebung, schaltet ihr diesen Punkt bitte ein. Dann kommt die Mikrofonlautstärke. Hiermit könnt ihr die Lautstärke des internen Mikrofons regeln. Also stellt ihr die Lautstärke dementsprechend ein, sodass ihr dann auch wirklich hört, was vor eurer Kamera los ist. Dann kommen wir zu dem Punkt Netzwerk. Hier könnt ihr die Kamera in ein anderes Netzwerk übergeben. Falls ihr mehrere Netzwerke betreibt, mehrere WLAN-Netze, könnt ihr hier das WLAN-Netz natürlich bearbeiten. Folgt dann einfach den Schritten. Diese sind ähnlich wie beim Einrichten der Kamera. Darunter befindet sich die Zeitzone. Dazu muss ich nicht viel sagen. Wohnt ihr in Mitteleuropa, müsst ihr natürlich die mitteleuropäische Zeitzone einstellen. Wohnt ihr woanders, müsst ihr natürlich eine andere Zeitzone einstellen. Darunter ist dann die Möglichkeit, das Cloud-Recording nochmal zu verändern. Wie gesagt, das ist aber mit Kosten verbunden. Wenn ihr diesen Plan dann dementsprechend freischaltet auf 3 Tage, 7 Tage oder mehr, müsst ihr natürlich jetzt erstmal einen gewissen Plan buchen, diesen natürlich bezahlen und dann könnt ihr diesen für den freigeschalteten Zeitraum natürlich nutzen. Als nächstes kommen wir hier oben in den Punkt Events. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt bei der Kamera, denn damit wird die Kamera zu einer Alarmanlage. Das macht die Kamera sehr sinnvoll, besonders in Verbindung mit eurem Tablet oder Smartphone. Hier haben wir nun die Möglichkeit, die Alarmierung überhaupt erstmal einzustellen und der Kamera zu sagen, was alles einen Alarm natürlich auslöst. Eine Bewegung, ein Geräusch oder ein Verbindungsabbruch kann natürlich sein, jemand bricht bei euch ein, schleicht sich von hinten an die Kamera an und sabotiert die Kamera, dann ist es natürlich auch hier sinnvoll, wenn ich darüber informiert werde. Jetzt können wir einstellen, wie hoch die Bewegungsintensität sein soll. Stellt er sie auf hoch, wird natürlich jede kleinste Bewegung, jede Mücke vor der Kamera wahrgenommen und als Alarm ausgelöst. Stellt er sie dementsprechend auf niedrig ein, muss dann schon jemand sich sehr schnell vor der Kamera hin und her bewegen, um überhaupt eine Alarmierung auszulösen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Geräuscherkennung. Auch hier können wir hoch, normal oder niedrig einstellen. Bei der Bewegungserkennung haben wir noch eine schöne Spielerei. Hier können wir noch ein Feld einstellen. Wir haben hier unser komplettes Sichtfeld der Kamera und können dann diverse Punkte in diesem Sichtfeld markieren, in denen nur die Bewegungen wahrgenommen werden. Wenn ihr diese Punkte eingeschaltet habt, könnt ihr dann dementsprechend in eurem Gebäude, meinetwegen ihr wollt den Schrank da hinten sichern, dann macht ihr nur da die Indikatorfelder an und dann wird natürlich erst dann Alarm ausgelöst, wenn genau über diesen Indikatorfeld eine Bewegung läuft. Ich finde das jetzt hier nicht sehr sinnvoll, deswegen mache ich das einfach aus und lasse das im Normalmodus. Dann finden wir noch die Möglichkeit, Alarme zu senden. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit.
Damit bekommt ihr eine Alarmnachricht per E-Mail. Dieses wird hier dementsprechend eingestellt. Ihr könnt hier mehrere E-Mail-Adressen einrichten, indem ihr einfach eine E-Mail-Adresse eingebt. Und jedes Mal, wenn natürlich hier ein Alarm ausgelöst wird, wird euch eine dementsprechende Nachricht per E-Mail zugesendet und ihr könnt dann schauen, was hier los ist. Ganz unten finden wir noch den Punkt Alarmzeitplan. Hier können wir dann einstellen, ab wann eine Alarmierung überhaupt stattfindet. Das macht Sinn, zum Beispiel in Bürogebäuden oder hier in Wohnräumen. Wenn ich weiß, ich bin von 6 Uhr bis 22 Uhr regulär hier zugange, dann wäre es sinnvoll, hier diese Zeit auszuklammern und in dieser Zeit keine Alarmierung einzustellen und somit nur eine Alarmierung meinetwegen nachts einzustellen, weil nachts kommt dann der Einbrecher und den will ich ja natürlich erwischen und ich will nicht permanent Fehlalarme haben, weil ich mich hier in der Wohnung bewege. So, als nächstes haben wir dann den Punkt Teilen. Ihr könnt eure Kamera natürlich auch mit anderen Nutzern oder anderen Personen teilen, zum Beispiel mit eurer Ehefrau, euren Bekannten oder eurem Nachbarn. Wenn ihr jetzt weggefahren seid und sagt, guck mal nach dem Rechten, dann schickt ihr ihm hier eine E-Mail, indem ihr hier einfach eine E-Mail-Adresse eingebt, gebt einen Text ein, hier bitte schau mal über meine Kamera und sendet diese E-Mail an die Person und somit kann dann mit dem Link in der E-Mail diese Person auch auf eure Kamera zugreifen und kann dann dementsprechend auch eingreifen. Ihr könnt dieses natürlich hier einschalten, aber auch wieder abschalten. Kommen wir dann zum letzten Punkt, das ist der öffentliche Punkt. Das ist so ein Punkt, naja, wer es braucht, soll diesen Punkt nutzen. Hiermit könnt ihr Kameras komplett in die Öffentlichkeit stellen. Allerdings müsst ihr hier ein bisschen auf die Rechtslage in Deutschland achten. Ihr dürft eigentlich niemanden filmen ohne seine Erlaubnis. Deswegen ist das so ein Punkt, der ist ein bisschen schwierig hier in Deutschland. Aber wie gesagt, man kann das hier nutzen, man kann die Kamera veröffentlichen und kann dann somit die Kamera auf Facebook teilen, auf Twitter teilen oder hier über die Plattform zur Verfügung stellen. Und somit können viele Leute auf diese Kamera schauen. Macht vielleicht Sinn, wenn ihr zum Beispiel Haustiere habt oder ein Vogelnest beobachten wollt mit der Kamera. Klickt dann hier diesen Punkt an und dann könnt ihr das in die ganze Welt dauerhaft verbreiten. Ihr könnt dieses natürlich hier einschalten, aber auch wieder abschalten. Somit ist dann eure Kamera natürlich wieder nicht mehr öffentlich und ihr könnt sie wieder privat nutzen. Also das ist keine dauerhafte Geschichte. Haben wir diese Einstellung vorgenommen, beenden wir das alles mit X. Und dann kommen wir hier oben noch in die restlichen Einstellungen. So, als nächsten Punkt haben wir hier unseren Filmerstellungspunkt. Das ist einfach selbsterklärend. Hier könnt ihr kleine Filmchen aus eurem Cloud-Rekord heraus erstellen. Meinetwegen Zeitraffer oder einfach nur Videoschnipsel zum Anschauen. Diese könnt ihr dann hier wieder speichern und dauerhaft anschauen. Dann haben wir hier den Punkt Sprechen. Dieser Punkt ist, wie gesagt, auch in der App erhältlich. Das heißt, ihr könnt natürlich live mit der Gegenstelle, die sich vor der Kamera bewegt, sprechen. Das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man einen Einbruch vereiteln will oder mit einer Person vor der Kamera reden will. Jetzt klickt man hier dieses Mikrofon an und das angeschlossene Mikrofon an euer Tablet, an eurem Smartphone oder an eurem Rechner wird hier jetzt freigeschaltet und wir können live mit dem Gegenüber sprechen, ihn dann als sagen, dass er bitte den Einbruch sein lassen möge. Das kommt immer sehr gut bei Einbrechern, denn das schockt extrem und somit ergreift eigentlich in der Regel jeder Einbrecher auch sofort die Flucht. Ich kann euch mal zeigen, wie sich das hier anhört, indem ich einfach mal das Mikrofon hier klicke und wir sprechen mal mit der Kamera. Ich stelle einfach mal eine zweite Kamera draußen hin. So hört ihr, wie sich das dann anhört. So, dann haben wir als nächstes noch den Punkt Teilen. Das ist derselbe Punkt wie vorhin in den Einstellungen. Hier können wir natürlich auch wieder unser Videobild mit anderen Personen teilen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Fotos zu machen, indem wir hier einfach diese Kamera betätigen. Und so wird eine Standbildaufnahme sofort gespeichert und sofort erstellt. Und wir können dieses Standbild natürlich dann auch hier direkt herunterladen. Oder macht ihr dieses Standbild direkt mit eurem Smartphone oder Tablet, so ist das natürlich dann auch dort im Speicher gespeichert und vorhanden. So, noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, weil das auch öfters mal vorkommt. Manchmal will man eventuell die Kamera verkaufen oder weiter verschenken. Das könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr die Kamera in eurem Profil deaktiviert habt. Das gilt natürlich auch, wenn ihr die Kamera zurückschicken wollt. Bitte deaktiviert hier in diesem Fall die Kamera. Dazu geht ihr folgendermaßen vor. Ihr geht auf meine Sportcam. Hier seht ihr die Kameras aufgelistet, die ihr habt. Ihr wählt die Kamera aus, die ihr verkaufen oder verschenken wollt oder zurückschicken wollt. Geht hier unten auf das Zahnrad-Symbol.
scrollt hier bitte ganz nach unten und habt hier unten den Button deaktivieren. Wenn ihr diesen Button betätigt, wird diese Kamera dauerhaft aus eurem Profil entfernt und somit kann sie eine andere Person dann in ihr Profil übernehmen. Erst dann funktioniert das. Also habt ihr diese Kamera nicht aus eurem Profil entfernt, ist diese Kamera quasi für die andere Person wertlos, da diese Person diese Kamera nie nutzen könnte. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Wie gesagt, das System, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe, ist ein reines Einsteigersystem für Personen, die nicht sehr technikaffin sind und keine größeren technischen Umgebungen noch um sich herum aufbauen wollen, wie NAS-Server oder dergleichen, die einfach nur eine Kamera hinstellen wollen und ein System haben wollen, was sofort funktioniert. Wenn ihr natürlich zu den Personen gehört, die sagen, gut, Cloud speichern, das ist immer so eine Geschichte, da hört man nicht viel Gutes drüber und man weiß nie, wer mit den Daten alles so noch rumspielt, dann gibt es natürlich andere Systeme, die nicht ins Internet raus kommunizieren, die dann nur standortgebunden arbeiten und somit nur unter eurer Kontrolle stehen. Und da müsst ihr allerdings etwas mehr Wissen mitbringen und auch etwas mehr Equipment noch investieren, um mit diesen Systemen arbeiten zu können. Das werde ich aber dann in anderen Videos vorstellen. So, noch ein kleiner Hinweis. Diese Kamera habe ich mir natürlich vom Hersteller zusenden lassen. Link zu dem Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, einige eurer Fragen beantwortet, würde ich mich um einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meine Videos schauen? Kein Problem. Hier unten in den Anmerkungen habe ich euch einige eingeblendet oder ihr könnt einfach hier diesen Kanal abonnieren. Es wird noch weitere interessante Videos zu diesem Thema hier geben. Ihr könnt auch gerne einen meiner anderen Kanäle anschauen oder abonnieren. Auch dort warten viele interessante Videos auf euch. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.